Ja, da müsste man wieder sein. Und zwar herzlich willkommen zu einem neuen Livestream. Schaut auch gerne wieder in der zweiten Zeile, wenn ihr das Video gerade seht, vorbei in der Beschreibung. Da gibt es den Link zu meinem Hauptkanal, also Igitz. Da kommen auch jeden Tag Folgen, unter anderem von diesem Projekt. Das ist immer sonntags dran. Und ja, genau, das kommt da jede Woche. Andere Projekte kommen nur alle 2 Wochen. Das ist ganz interessant vielleicht. Da habe ich mir einiges überlegt, wie ich das am besten gestalte mit dem Upload-Plan, und ich halte mich auch immer dran. Also da tatsächlich das auch so gekocht wie, nee, so gegessen wie gekocht, ne? Also ja, da bin ich eigentlich auch immer ganz zufrieden, dass ich mich immer an den Upload-Plan so sehr orientiere. Okay, jetzt ist aber hier doch wieder einiges an Lags los bei OBS. Liegt natürlich daran, dass ich gerade erst gejoint bin auf dem Server. Oh. Hä? Ist das weg? Lol. Die spawnen die auf die Weise oder tippen die sich nur? Warte mal, ich baue mal hier die alle ab. Ich muss das mal testen. Sag mal, hat man nicht hier Jump Boost eigentlich? Ich habe hier Christmas Spirit und alles, aber ja, vieles geht trotzdem nicht. Also Jump Boost, dachte ich, ist eigentlich auch dabei. Der hätte ich nämlich hier hochspringen können. Ja, muss ich mich eben mit einem Eisenblock hochbauen. So. Ja, was das hier ist, weiß ich auch nicht genau. Okay, wollte ich jetzt in dieser Folge, ne, in der nächsten Folge, die ich danach aufnehme, eigentlich noch, ja, ein Thumbnail machen von einer anderen Base. Ich weiß es nicht. Ich guck mal in den Ordner. Was ist da drin? An Screenshots. Das war ja vor einer Woche. Okay, da habe ich meine Base fotografiert. Dann in der vorletzten Folge war es Falks Haus. Dann hatte ich mal ein Thumbnail von dem Weg zu Shandy und so. Das ist auch gut. Ah, da kann ich mich bestimmt wieder nicht entscheiden. Da gab es nämlich mehrere. Noch eins mit Shandy in meinem Haus. Tja, da weiß ich auch nicht. Dann hier mit dem End. Das war aber eine Woche davor. Okay. Hier nochmal irgendeine Folge mit. Ah ja, stimmt, das hatte ich dann im Nachhinein gemacht, dieses von der End City, das eine. Was ist denn das hier? Das vorm End-Event, ach so. Okay. Ja, ich weiß gar nicht mal, wie das abgelaufen ist beim End-Event. Hatte ich da noch eine Einzelfolge aufgenommen? Nee. Das wundert mich gerade. Aber ja, ich habe eigentlich noch einige Bases nicht gesehen. Hier war ich bei Graf Simon mal. Ja, davon wollte ich auf jeden Fall ein Update geben, wie die jetzt aussieht. Dass ich das noch nicht auf dem Thumbnail habe, wundert mich eigentlich. Da habe ich nur mal unterirdisch was gemacht, ne? Hier ist noch die Base von Rize und von Basti und so mit drauf. Hier ist dann was. Also dieser Geheimbase, ne, im Untergrund. Dann Shandy, meine, verschiedene Sachen. Ja, hier ist Graf Simons Untergrund. Aber ich hatte nicht nochmal die Obergrundbase. Ja, da würde ich die nämlich als Thumbnail nehmen. Für die Folge nachher. Und ja, also ich denke, ich nehme dann doch noch eine Folge auf. Ich hatte vorhin erst gedacht, nee, ich mache nur einen Stream, aber ja, ich glaube, es ist schon cooler, wenn ich noch aufnehme. Und dann hat es sich auch gelohnt, das Modpack zu öffnen. Also noch mehr. Ich weiß ja nicht, was wir jetzt im Stream schaffen.
Aber das Haus, das muss auf jeden Fall aufgenommen werden. Das war ja alles noch nicht drauf für diese Palisaden oder wie auch immer man das nennt. Muss doch nur einen guten Winkel finden. Ja, ich kann ja schon mal im Game Mode rumfliegen. Ich weiß nicht, ob ich es von hier mache, weil das Dach ja noch nicht fertig ist. Oder vielleicht soll das auch so offen sein. Ah, dann schneit es ja überall rein. Ich glaube nicht, dass das gewollt ist. Ah, mit dem da unten und so, das könnte man theoretisch schon gut aufs Thumbnail bringen. Nur, Alter, was mich wieder stört. Video-Settings, ne? Ah, na, ich kann es noch ein bisschen höher stellen, okay. Nee, ich sehe hier schon wieder nichts. Was ist denn das? Wie ist denn das, wenn ich hier drüben hinfliege? Nee, da ist es gleich. Da sieht nur der Effekt anders aus. Ja, ich will noch mal einen guten Winkel finden. Von hier vielleicht? Oder mit meinem Garten da hinten drauf. Ja, genau. Von hier oben ist wahrscheinlich am besten. Da sieht man nicht so diese offene Dachseite. Vielleicht kann ich das ja auch fertig bauen. Für die Leute. Die hatten anscheinend keinen Dark Oak mehr. Ich kann da mal einen Screenshot in die Gruppe senden. So, da tagge ich Graf Simon und so. Am besten irgendwie hier. Game Mode Survival. Damit ich auch mal vorbildlich bin. Ach hier, ich habe die eingesammelt vorhin, die Geschenke. Okay. Das erklärt's natürlich. So. Mache ich mal einen Screenshot und dann. Ja, ich habe ja hier den Ordner offen. Gehe ich mal auf Discord. Ja, mal gucken. Ah, das würde mich schon interessieren. Naja, warte, ich kann ja jetzt in-game schon woanders hin, während Discord sich öffnet. Das dauert immer. So. Okay, voll ungewohnt gerade ohne Musik. Die mache ich gleich dann noch an. Aber erstmal mache ich das mit dem Discord und so. Wie der Schnee hier sich nochmal anhört, wenn das despawnt, das Laub. Okay. Wir können ja auch noch mal ein bisschen was weg, damit einfach mal ja sich ein bisschen was lichtet und nicht ja alles so zugewuchert ist. Es war cool, ne, fürs Erste, aber dass man ein bisschen mehr auch eine zusammenhängende Stadt hat. An anderen Stellen ist ja auch abgebaut, wie da hinten und so in die Richtung. So. Machen wir erstmal bis hier das Glas durch.
Und dann. Ja, ich guck mal hier. Snowbridge 6. Ja, ich schreibe gerade noch ein bisschen, wie man hört. Ich habe nämlich noch eine Frage wegen der Fichte im Hintergrund. Also die, die selber gepflanzt haben, ob die weg kann, das wäre nochmal wichtig zu wissen oder gut zu wissen. Und ja, mal gucken, ob die antworten. Oder warte, ich tag nochmal Graf Simon, genau das wollte ich. Add. Wie heißt der? X Anderson. Ich hoffe, das ist der Richtige, ja. Und dann wollte ich mal in die Whitelist gucken. Ach du Scheiße. Habe ich die mir alle, habe ich da mir aufgeschrieben, ab wann die da waren? Bin mir nicht sicher, ne? Warte mal, ich guck mal auf meiner Festplatte. Ich habe ja hier die Snow Village Folgen und Aufnahmen. Das war Anfang Dezember. Hier, 29.11., also Ende November. So, da schauen wir mal durch, ob ich irgendwo die Whitelist aufgerufen habe. Ich hoffe es mal. Wäre blöd, wenn nicht. Ich will schon mal wissen, wer wann gejoint ist. Ehrlich gesagt. Okay, da war ich halt die ganze Zeit bei Shandy im Haus. Ah, hier habe ich was eingegeben. Ja, genau, das ist gut. Hä? Was ist denn jetzt los? Rize! Ach du Scheiße! Hä? Was soll denn das? Ja, aber da waren ja schon fast alle Leute mit drauf. Muss ich halt dann sehen, wer schon angefangen hat, das weiß ich gar nicht. Ja, wie, was mache ich jetzt hier? So. Ja, bin ich ja schon bei 14 Minuten. Ah, stimmt, eine Sache wollte ich mal machen hier. So nebenbei. Hä? Was denn jetzt? Jetzt ist der Bildschirm gleich ausgegangen von meinem Laptop. Naja. Da steht aber nichts, okay. Warte, ich guck mal in Discord. Ach, ist das Rizema? Hab ich hier. Nee. Da ist ja nicht X-Rize auf Discord. Ach du Scheiße, da ist er jetzt in der Geheimbase. Na, da werde ich natürlich gekillt. Hä?
Okay, ich weiß nicht, was das jetzt zu bedeuten hat. Warte mal. Ist ja was, steht denn was im Twitch-Chat? Nee. Hätte ich ja eigentlich gesehen. Was hatte das gerade zu bedeuten? So. So, ja, kurz nur was geschrieben, aber ihr seht schon, ich mache wieder fast nichts hier. Da wollen wir doch noch mal was bauen. Und zwar hier hinten. Ich habe ja eigentlich was zu tun. So, vielleicht mache ich das dann noch mit Graf Simon und so. Das weiß ich halt noch nicht. Aber ja, wie weit geht das jetzt hier noch? Machen wir erstmal noch den Baum hier weg. So. So. Ah, stimmt, das muss ja erst zuwachsen wieder. Ah, die muss ja auch nicht übertrieben sein, ne? Ich glaube, hier mache ich dann mal Schluss. Und da passe ich hier noch die Landschaft an. Das wäre wohl erstmal besser. Ich habe ja einen Rucksack. Stimmt, das ist gar nicht so klein. Das hatte ich ein bisschen verwechselt mit dem Tinymon-Rucksack.
Okay, der Weg geht dann quasi so lange wie die anderen Teile. Ziehe ich das erstmal durch. So. Ach du Scheiße. Zack. Und so. Jetzt muss ich wieder gucken, das Symmetriewegen, okay. Na, ich mache mal hier die Grenze. Ich kann ja, na genau, irgendwie so. Dann Glas. Ich wollte ja auch noch einen Weg außenrum machen. Wo ist denn jetzt? Warte, ich tue erst mal Schnee rein. Und hier die Holzgeräte. Das Glas brauche ich auch. Ich nehme gleich alles mit. So. Okay. Ja, es wird natürlich überall drauf schneien. Ich kann höchstens probieren, da ein bisschen abzuhelfen, indem ich alle zwei Blöcke eine Fackel setze. Aber ist auch blöd, ne? Naja, egal. Machen wir es einfach. Ich habe nämlich keine Lust auf so viel Schnee hier. Reicht schon, wenn ich immer so viel Schnee erzähle in den Folgen. Diese Witze immer, ne? So. Ne? Okay. Ja, dann hier überall auch noch. Na, viel Spaß. Aber so wird garantiert der Schnee schmelzen. Das ist das Gute. Ich hoffe, dass dieser zweilagige Schnee auch automatisch weggeht. Das weiß ich gerade gar nicht. Ob das dann Schicht für Schicht geht oder was. Mal gucken. Ah, da hat sich zufällig gerade immer eher da angesammelt, wo ich gerade keine Fackel hinsetzen muss. Das ist ganz praktisch, da muss ich die nicht immer extra abbauen, weil ich ja bei dem zweilagigen Schnee das nicht setzen kann, die Fackel. So. Wie sieht's da vorne aus? Ja, ist doch fast alles weg. Na, nice.
Da haben wir auf jeden Fall eine ordentliche Beleuchtung vom Gewächshaus. Aber gut, vielleicht wäre es mit Glowstone irgendwie eleganter. Kann man schon drüber diskutieren. Nur, keine Ahnung, ich lasse jetzt so. Ich gehe erstmal schlafen. Und ja, dann würde ich eigentlich auch meinen Stream beenden. Oh. Ja, reicht aber jetzt, ne, mit Streamen. Weil, ja, ich muss mich ein bisschen beeilen. Deswegen, danke fürs Zusehen und tschüss.